Caro, der Marc vom Piercing Studio Wien. Und wir haben die Penelope da. Penelope Gruß, kennt jeder aus dem Fernsehen. Unser sieht ein bisschen anders aus, aber auch eine hübsche. Grüß dich, Penelope. Wird man, ja genau, Penelope Gruß. Was macht die eigentlich jetzt? Weiß kein Mensch, aber du kennst sie, oder? Weißt du, was sie macht? Auch nicht, ne? Wenn man hier filmt vielleicht, keine Ahnung. Also wieder googeln nach der. So, wir machen bei dir aber, wir machen auch einen Film mit dir. Einen Film mit Penelope, sag mal was. Wir machen ein Dave-Piercing, aber aus welchem Grund? Weil du Migräne hast. Genau. Hast du jetzt wirkliche Migräne? Momentan wirklich. Nein, nicht jetzt, aber hast du eine echte Migräne oder hast du nur Kopfschmerzen? Okay, weil das Thema ist nämlich immer wieder das, viele Leute denken, ja, ein Dave-Piercing, wenn es hilft, das hilft dann automatisch quasi gegen Kopfschmerzen, aber gegen normale Kopfschmerzen hilft das natürlich nicht, sondern nur wirklich eine echte Migräne. Und das kann helfen, weil das, ich habe es dir gerade schon erklärt, die Akupunkturpunkte quasi dauerhaft stimuliert und diese Stimulation von dem Akupunkturpunkt löst eigentlich die Migräne dann aus, beziehungsweise verhindert sie und schafft dafür Abhilfe. Wir sagen aber, ich habe es auch gesagt, nicht, ja, wir stellen jetzt ein Migräne-Piercing, wie das manche Studios machen sollen, ich kann dir da gar keine Garantie drauf geben, aber ich weiß aus Erfahrung von vielen Kunden, dass es wirklich gut hilft, dass es ganz weggeht, bei anderen wird es eben weniger und bei manchen ist es einfach nur für die Migräne für den Arsch gewesen quasi, dann hast du halt ein schönes Dave-Piercing. Ja? Was wir jetzt machen werden, ich werde jetzt mal den Akupunkturpunkt bei dir rausmessen, das heißt, da habe ich ein eigenes Tool dazu, wo ich schauen kann, wo ist der Akupunkturpunkt bei dir und dann kann ich aufgrund dessen, sage ich mal, den Punkt für dich besser stechen. Weil wenn ich jetzt einfach das Piercing nur irgendwo steche, dann ist es letztlich so, dann bringt es gar nichts, dann können wir es auch gleich lassen. Dann wäre es quasi wie eine Lotterie. Deswegen gucken wir schon, dass jetzt der Akupunkturpunkt quasi auch angesprochen wird, dass es dann vielleicht die maximale Leistung erzielt. Und ich würde dich auch bitten, wenn du nochmal kommst zum Wechseln, zum Kontrollieren, dass du dann auch quasi zu mir, mir das auch nochmal bitte sagst, dass wir das dann auch wirklich haben, sozusagen einen echten Report, also wie ist es jetzt wirklich mit vorher, nachher. Ja? Das wäre wirklich super. Gut. Dann nehmen wir mal den Akupunkturfalle. Da muss ich jetzt leider meine Handschuhe wieder ausziehen. Ich werde dich jetzt desinfiziert. Ich werde dich jetzt quasi anfassen ohne Handschuh, weil ich brauche einen Hautwiderstand. Sonst kann ich dich quasi mit dem Gerät nicht messen. Ich desinfiziere den auch gerade mal. Und nur, dass du nicht denkst, warum fasst er mir auf einmal so an. Die dieses Video sehen, denken sich, was ist denn Marklos, hat er seine Handschuhe vergessen? Ist der jetzt komplett Banane? So. Okay, dann werden wir schauen. Der piept so komisch, ja? Lass dich von dem nicht irritieren oder dir Angst machen. Da suche ich mir mal quasi die Punkte raus. Okay, die sind bei dir auch sehr schön zugänglich. Lustig, ne? Mhm. Okay. Noch einmal den ersten Punkt. Ja, aber da ist keiner Finger wieder dran. Naja, wenn... Dann geht er voll ab bei dir, du. Den gefällt es voll bei dir, dem Akupunkturfalle. Also das, manchmal geht der ja nicht so ab. Ja? Wenn man irgendwo auf die Haut geht, hört man je nachdem, wie stark das Gerät anschlägt und auch auszeigt, quasi wie stark die Akupunktur an dem Punkt wäre oder der Punkt eben nicht ist. Ja? Also gibt es natürlich auf der Hand auch viele Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo anders am Ohrwelle hingehe, gehen wir mal innen ins Ohr, dann macht es gar nichts. Ja? Wenn ich jetzt mit dem Beweg, wenn wir hier auf den Akupunkturpunkt kommen, haben wir wieder mehr Geräusche. Also so kann man das quasi messen. Es messt den Hautwiderstand und dadurch zeigt uns quasi die Akupunkturpunkte an. Also piept nicht nur blöd, sondern piept wirklich nur an Stellen, wo wirklich was ist. Ja. So, dann hätten wir mal das, weil das ist wichtig, weil wenn wir einfach nur irgendwo stechen, dann am Schluss, wie gesagt, kommt auch irgendwas nur raus. Also das ist der erste Schritt, wenn man wirklich ein Migräne-Piercing will, dass man sich den Akupunkturpunkt sucht. Und man kann natürlich ein guter, geübter Akupunkteur, die sagen immer, sie können das mit dem Auge machen, wobei ich ehrlich mich frage, wie ein Akupunkteur bei 1000 verschiedenen Ohrformen diesen Punkt sieht, dann kannst du ja nicht sehen, vielleicht spüren die das anhand der Nadel, vielleicht haben die wirklich ein ganz feines Händchen, I don't know, das geht mich quasi auch nichts an, bin ja kein Akupunkteur, aber ich als, sage ich mal, Laie mache das so mit so einem Gerät, weil da weiß ich, auf die Technik kann ich mich verlassen. So, okay, dann hat es jetzt mal gepiepst, ja, also bei der piept wohl.
Und jetzt werden wir den Schmuck noch besprechen. Da haben wir ja gesagt, am Anfang kommt eine Banane rein. Das heißt, so ein leicht gebogener Stab. Später gibt es auch die Ringe und so weiter. Das ist eine Geschmacksfrage, wie du es gerne hättest. Das können wir uns dann in den nächsten Wochen noch überlegen. Wichtig, der Weg beim Ring wäre 6 Wochen. Nach dem Erststechen machen wir noch keinen Ring rein. Dann machen wir den ersten Wechsel auf einen kürzeren Stab. Nach weiteren 6 Wochen machen wir dann quasi den Ring rein. Das heißt, 3 Monate ist die Strecke, die wir gehen müssen, bis wir den Ring rein tun können. Vorher geht es gar nicht. Ja? Okay. Und dann kann man gerne einen Ring reingeben. Die Banane, die wir jetzt nehmen, kann entweder nur silberne Kugeln haben oder Glitzersteine. Was schwebt dir denn vor oder was ist dir lieber? Einfach nur silberne Kugeln. Ja. Dann würde ich nicht zu große nehmen, würde ich ganz recht dezent alles nehmen. Dann nehme ich 3 mm Kugeln. Ich zeige dir die mal, dass du siehst, wie die aussehen und wie die quasi so sind. Die Banane nehme ich auch nicht zu groß, dann nehme ich jetzt eine 8 mm Banane. Und das sind die 3er Kugeln, dass du mal siehst, wie das Ganze aussieht. Ja? Das sind so ein Basic Setup, 3 mm Kugeln, 8er Banane, nichts Weltbewegendes. Okay, dann werden wir das mal vorbereiten. Wichtig ist mir von der Pflege her, du brauchst Prontolin Spray und Gel, das kriegst du bei uns im Studio. Das ist ein reines Piercing-Pflegeprodukt, nimm dir das bitte. Und damit behandle du dein Piercing bitte 2-mal am Tag in den ersten 3 Wochen. Und nach 3 Wochen bitte noch 1-mal am Tag. Das heißt 6 Wochen nonstop. In 6 Wochen kannst du dann nochmal einen Kontrolltermin machen zum Wechseln, zum Kontrollieren. Dann portet das Ganze aus und mach dir den kürzeren Stecker rein. Und bitte erinnere mich auch dran, weil ich kann mir natürlich die Gesichter nicht immer merken, wenn du dann kommst und mir sagst, hey, ich bin die Penelope und wir haben das Video gemacht und ich habe jetzt noch schlimmere Kopfschmerzen. Nein, das sagst du mal bitte nicht, ja. Also das wird sicher nicht passieren. Es kann übrigens nicht schlechter werden, ja. Das mal ganz klar zum Ausdruck zu bringen. Aber vielleicht sagst du mir wirklich, hey, ich habe eigentlich seitdem keine Migräne mehr gehabt. Das wäre natürlich super. Ja, also wir haben wirklich schon einige Kunden, die sagen, es ist wirklich ganz weg. Es gibt auch Kunden, die sagen, ja gut, ich hab deutlich weniger Migräne als zuvor. Ich drücke dir den Daumen, das ist wirklich ganz weg. Das ist so richtig schlimm, so mit Übelkeit und so, wo du sagst, boah, diese richtig krassen Tabletten nehmen musst auch dagegen? Tabletten habe ich bis jetzt noch nicht genommen. Nicht? Hältst du es so aus dann? Es geht. Aber bist du überhaupt auszuhalten? Oder kannst du nicht ansprechen wahrscheinlich, oder? Das ist ja ganz aggressiv. Ich lege mich dann in ein dunkles Zimmer und bewege mich dann einen Tag überhaupt nicht. Wirklich, mehr. So extrem? Ja. Boah, das ist... Zum Glück habe ich diese Scheiße nicht. Aber das haben, glaube ich, Männer auch generell weniger als Frauen. Das ist, glaube ich, eher so ein Frauenthema leider mitgenommen. Also das wünsche ich niemand. Also wie gesagt, wenn das damit weg ist, dann haben wir eigentlich 1000 Punkte, das ist ein schönes Piercing und keine Migräne mehr. Ich drücke schon mal jetzt die Daumen. Was wir jetzt machen, wir werden den Stich genau gleich machen wie bei jedem anderen Dave-Piercing. Das heißt, ich steche das von innen einfach durch. Ich nehme zu meinem Klemme, halte mir dein Ohr ein bisschen fest, steche das von außen nach innen, also von oben nach unten durch. Oder von unten nach oben in dem Fall. Und dann mache ich den Schmuck rein, schraube das zu und wir sind schon wieder fertig. Das ist also nicht irgendwie anders gestochen, nur eben die Punkte sind darauf abgestimmt, dass sie wirklich dahin kommen, wo auch der Akupunkturpunkt ist. Okay? Wenn du keine großen Fragen mehr vorher hast, würde ich jetzt einfach mal zur Tat schreiten und das Ganze stechen. Hast du irgendwie Piercings sonst? Okay, ja, also noch gar nicht, so jungfräulich. Dann heißt, dann kann ich dir auch gar keine Abschätzung geben. Manche Kunden, die schon 5 Piercings haben, kann ich sagen, schaust du weniger wie als das, mehr als das, aber dann lass dich überraschen. Okay. Ja. Es wird kurz unangenehm werden, ich muss das einen Tick langsamer stechen, das heißt, so versteche ich so. Ja, und das ist so. Okay? Okay. Aber wir schaffen das. Okay? Los geht's. So. So, dann bereiten wir uns auf den Stich vor. Wie kamst du denn auf mich, sag? Durch Google. Hast du einmal gegoogelt? Was hast du gegoogelt? Migräne oder was? Oder Piercing oder Dave? Piercing Studio Wien. Und wie kamst du denn auf das Thema Migräne? Oder wo hast du das her aufgeschnappt? Das habe ich aus Facebook irgendwann mal gelesen, vor einem halben oder einem Jahr, dass da eben dieses Dave-Piercing gibt, das gegen Migräne helfen soll. Ja, stimmt. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einmal, schaden kann es. Es ist ja auch ein schönes Piercing, muss man sagen. Es ist nicht irgendwie blöd, sondern es sieht echt total geil aus. Also ich finde es total schön. So, jetzt bitte ganz locker bleiben, ruhig bleiben. Ich habe bei dir halt die Challenge, dass ich jetzt, sage ich mal, 1000% auf die Punkte drauf möchte. Deswegen muss ich das Ganze einen Tick langsamer stechen. Geht's? Mhm. Das ist nicht schön, das ist doch wie Kaffee trinken auf der alten Donau, oder? Richtig entspannend eigentlich. Total. Hast du noch Kopfschmerzen? Nee, jetzt kriegst du gerade welche, oder? Na, alles gut. Wir sind schon fertig, ich kann dich beruhigen. Da muss ich nur den Schmuck noch einsetzen. Das ist gar nicht so einfach, das, weil dein Öhrchen echt so mini ist. Nicht wegziehen. Oh,
reingefuselt, ist reingefuselt. So. Super, Gratulation. Geschafft hast du das. So, wie war es denn? Erstes Piercing. Es war okay. Also ich kann dir nur sagen, wenn du dir zehnmal sagst, hey, Piercings sind schön, normalerweise tut ein Ohrpiercing nicht so weh. Das Dave ist schon echt gemeiner. Also es war besser als erwartet. Das höre ich gern. Ja, aber man erwartet ja immer irgendwie das Schlimmste, ne? Ja. So. Okay. Da haben wir es schon. Wenn es funktioniert, ist es oft so, dass die Leute nach einer gewissen Zeit, also nach einem Jahr oder zwei Jahren, sagen, naja, die Migräne kommt wieder. Das ist daran, dass sich der Körper an diesen Druck des Akupunkturpunkts gewöhnen kann. Nicht muss, kann. Schau es dir mal an, ziehst du auch was? Mhm. Kannst du erkennen, oder? Ja. Und wenn das der Fall ist und du sagst, naja, ich habe jetzt wieder, nimm mal, die ist weg und die kommt dann wieder, dann ist die Lösung, dass wir das Piercing mal raustun, vielleicht einen anderen Ring reintun oder einen anderen Stecker und dass du ab und zu damit ein bisschen spielst, leicht, um diesen Druck wieder zu erzeugen. Bei anderen Kunden muss man es zuwachsen lassen oder fast zuwachsen, auf 1,0 zum Beispiel, dann wieder aufdehnen auf 1,2, um das wieder zu machen. Weil auch die Akupunkteure, wenn sie eine Dauernadel setzen, wenn die Wirkung geht, dann machen die raus und machen die nach ein paar Wochen wieder neu. Also das könnte man machen, aber nur als Hinweis. Also wenn du sagst, hey, es ist weg, es kommt irgendwann wieder, dann haben wir natürlich auch da eine Lösung am Start, wie wir das wieder in den Griff kriegen, dass es wieder zurückgeht. Okay. So, passt. Dann zeige ich nochmal ganz kurz das Mittel in der Kamera. Also da sieht man das nochmal. Wir haben es, wie gesagt, jetzt letztlich normal gestochen, nur eben die Punkte so optimiert, dass es dann auch wirklich auf dem Akupunkturpunkt drauf ist. So, was du nicht darfst, ist Dampfbad, Solarium, Sauna und Schwimmen gehen. In den nächsten 3 Wochen bitte nicht. Duschen, Sport und Haare waschen darfst du ab morgen wieder. Haare färben tust du eh nicht, oder? Gibt es 6 Wochen nicht. Schwimmen gehen, Ausnahme, wenn du nicht untertauchst, kannst du eigentlich überall rein. In Therme und so würde ich natürlich nicht gehen, geschlossene Badeanstalten, aber in ein Freibad oder in einen See oder Fluss, wo man nicht untertaucht, geht es eigentlich ganz gut. Meerwasser wäre sofort erlaubt und eigener Pool, wo kein Chlor drin ist, ist auch generell kein. Und ab wann dürfte ich tauchen? Wie tauchen? So richtig? Mit. Wann willst du denn tauchen? Ab Mitte Juli. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Bei der Brille gucken, dass du die Maske einfach, die haben ja meistens Double Straps, also die in der Mitte auseinander geht, dass das nicht genau drauf soll. Ist aber normal Ecoring. Oder kaufst du so ein Headband, weiß nicht, ob du die kennst, mit diesem, ja, diesem mit langen Haaren, ihr besser, genau, perfekt. Und dann hast du auf der Stirn oben, also im Hinterkopf oben, gar kein Problem. Also die sollten halt nicht drauf drücken, wenn du so 60 Minuten unten bist. Das ist immer besser, wenn da kein Druck drauf kommt. Okay? Gut. Was hast du mit Tauchschein? Teddy? Ja. Was für ein? Nein, SSI. SSI, welchen? Den Anfänger und dann noch den Tieftaucher. Cool. Ich habe auch recht viel Tauchsprache, die Karte. Ich habe sogar mal, Assistant Instructor, also ich habe ausgebildet auch. Ja, mein Vater ist auch Lehrer und für den mache ich es dann. War der aber früher wahrscheinlich auch Paddy oder sowas, oder? Ist auch SSI gegangen, ne? Ja, Dive Master Assistant Instructor hat er auch, ich auch, ja. Ja, die Taucher. Eigentlich schön. Wo warst du schon überall? Nur in Spanien. Wo? In Benidorm. Das ist am Atlantik oder? Ne, das ist im Mittelmeer noch. Ja, ich war schon echt sehr viel unterwegs. Kann nur empfehlen, eine Tauchreise mal wieder zu machen. Ägypten, immer ein heißer Tipp für Taucher. Also, in diesem Sinne, vom Tauchen zu den Kopfschmerzen. Hast du übrigens nach dem Tauchen oft Kopfweh? Nein. Nicht? Das ist nämlich, wenn die Leute zu wenig atmen oft, dann kriegen sie Kopfweh. Hydrox ist da eine gute Lösung. Aber erstmal alles Gute für deinen Dave und ich hoffe wirklich, dass er weg ist, die Migräne. Und bitte, bitte sag's mir dann auch. Ja? Würde mich sehr freuen. Hast du noch irgendeine Frage? Nein, aber nicht. Okay, super. Alles klar. Danke fürs Filmen lassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.